Hier seht ihr, wie Natriumchlorid, das in einem Ionengitter vorliegt, in Wasser gelöst wird. Die Anionen sind grün und die Kationen pink dargestellt. Die Wassermoleküle bewegen sich auf das Ionengitter zu und lösen einzelne Ionen heraus. Rechts unten wird gerade ein Natriumkation aquatisiert. Dabei wird es von Wassermolekülen eingeschlossen und aus dem Ionengitter gelöst. Die Wassermoleküle richten sich dabei so aus, dass das Sauerstoffatom Richtung Kation zeigt. Dies passiert, da das Sauerstoffatom negativ teilgeladen ist und vom positiv geladenen Natriumkation angezogen wird. Links unten und in der oberen Mitte lösen die Wassermoleküle ein Chloridanion aus dem Gitter heraus. Genau andersherum wie beim Kation richten sich die Wassermoleküle mit dem positiv teilgeladenen Wasserstoffatom in Richtung des negativen Chloridanions aus.